So, und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Project Cars. Heute mal kein Forza. Denn Ute Silas, er kennt ihn vielleicht, hat mir gesagt, probier mal unbedingt Project Cars mit Lenkrad. Das soll nämlich so richtig geil sein und viel besser als ein Forza. Muss ich sagen, ein Forza ist bis jetzt das Lenkrad nicht so übertrieben geil. Ist natürlich cool, keine Frage, aber ist jetzt nicht so, wie ich es vielleicht mir gewünscht hätte. Aber im Project Cars soll das richtig, richtig gut sein, hat mir gesagt. Deswegen habe ich es mal wieder gedownloadet. War ja mal kostenlos im März, glaube ich, bei Xbox Live Gold. Dann wieder angeschmissen, das Ding hier. Jetzt bin ich hier gerade in Brno, in Tschechien, wo auch, glaube ich, der gute Dena gefahren ist mit dem KTM, dieser Rookie Challenge. Ich sitze jetzt hier mal in einem etwas langsameren Auto, in der A-Klasse. Ich wollte nicht mit einem übertriebenen Ding anfangen, nicht jetzt mit GT3 oder so. Werden wir vielleicht auch noch in diesem Video fahren, aber erstmal wollte ich hier ein bisschen langsamer anfangen, ne? So, mal natürlich hier Cockpit-Sicht wechseln, ne? Erste Gang rein und ein bisschen losfahren. Mit einem guten Ding hier. Quasi meine ersten Runden hier in diesem Spiel. Mal gucken, wie es so ist. Bin ich mal gespannt. Okay, ich muss nicht ganz so früh bremsen. Aber man lieber zu früh bremsen als zu spät. So. Für das Sound A-Klasse, naja. Finde ich in Vorzeit besser. Aber ist ja egal. Machen wir den Tacho aus, ein bisschen schwer lesen, ne? Man kann es erkennen, aber nur gerade so. Naja. So, gleich die nächste Linkskurve. Ne, okay, wir müssen doch ein bisschen besser, als ich dachte. Okay. Noch die Toros, ne? So. Komm. Fühlt sich bis jetzt schon mal ziemlich gut an. Bremst auch gerade mit der Kupplung. Wie ist die Bremse in dem Spiel auch scheiße, bei dem Lenkrad. San Forza so ist hier genauso. Noch der Einstellung helfen da auch nicht so viel. Deswegen bremse ich gerade mit der Kupplung. Ist halt einfach auch einfacher zu treten, ne? Und meistens bremse ich halt entweder voll oder gar nicht. Das passt schon so. So. Eine geile Strecke, finde ich. Richtig kurvig. Na komm. So, hier wieder links. Nicht viele Kurven. Okay, vielleicht nicht den zweiten schalten. Nicht unbedingt. Die nächsten Gänge sind bei dem Wagen ziemlich kurz. Blickt sich nachher aber. Fällt mir Lenkrad richtig geil. Das ist wirklich besser als Forza. Vom Fahren her, mit Lenkrad. Mit Controller sieht es ja wieder ganz anders aus. Ich habe das Spiel ja auch gute 2 Stunden mit Controller gespielt, aber das war grauenhaft. Das war absolut grauenhaft mit Controller. Das kann ich keinem weiterempfehlen. Aber Lenkrad, das geht voll klar. Ich meine, der Wagen ist noch langsam, ne? Also, das kann sich noch alles ändern. So. Ja, komm. Komm. Okay. Der Wagen ist aber ziemlich gut nötig. Das ist zum Glück sehr viel zu. Ist halt auch nur eine A-Klasse, wirklich mal. Da sagt der 80 PS Corsa fährt. Nee, aber sieht das übertrieben krasse Teil. Kann man schalten, ne? Oh, ein bisschen verbremst. Vielleicht erst runter geschafft. Das ist aber lange Strecke, ne? Ist der Start ans Ziel? Ich glaube schon. Jawohl. Kriegen wir 200 drauf? Ah, könnte knapp werden. Nee, auf keinen Fall. Ah, doch. Ja, Fabian, du kannst später bremsen. Der Wagen hat moderne Bremsen, die sind gut. Stell dich nicht so an. Ich muss aber sagen, so die Grafik, die geht eigentlich auch noch voll klar, ne? Obwohl das Spiel jetzt 2 Jahre alt ist. Sieht es nicht schlecht aus. Zack, schalten. Boah, dieses Geräusch beim Schalten, ne? Mit der A-Klasse. Das ist ja auch ein echt richtig geil. So. So, wir fahren noch diese nächste Runde und dann gehen wir mal auf eine andere Strecke. Mit etwas bisschen schnelleren. Ich denke mal halt irgendwie so ein Supersportwagen, sowas weiß ich, 500-600 PS. Danach würde ich sagen GT3, nach dem Supersportwagen. Aber mal gucken, was das hier so bietet, das Spiel. Gibt leider nicht so viele Autos. Vor allem auch nicht so viele normale Straßenautos. Ich meine, ist klar, es ist halt ein Spiel für Rennstrecken, da gibt es auch richtig Rennautos. Natürlich sind Straßenautos auch nicht schlecht. Okay, runterschalten. Ich denke, bis jetzt stelle ich mich gar nicht mal so scheiße an. Natürlich, ich bin auch schon mal besser gefahren in Rennspielen.
Ich meine, wenn ich ein Spiel jetzt wieder zum ersten Mal nach, was ich ein paar Monaten spiele, also auch bisher nur 2 Stunden gespielt habe, kann man nichts Großes erwarten. Das ist wie ein Forza oder so. Wo ich halt deutlich besser war. Zwar auch nicht immer. Aber doch, ich denke mal schon. Der Sound, ja, finde ich nicht so geil von der A-Klasse. Der klingt dann echt auch eigentlich richtig geil, obwohl es noch Vierzylinder ist. Aber dafür klingt das ziemlich geil hier in so einem Spiel. Alles klar. Scheiße, Mann. Wir haben uns gedreht. Ja, gegenlenken. Hab ich versucht, aber nicht geschafft. Also so viel dazu, der ist gut und möglich, ne? Alter, scheiße. Das war geil. Da merke ich mal wieder einen Unterschied zu Forza. Bei Forza kannst du halt sehr schwer gegenlenken. Das ist halt sehr großen Widerstand beim Force Feedback hier. Die hast du quasi sehr wenig. Dass du sehr gut und sehr schnell gegenlenken kannst, ohne viel Kraft. Was ich auch gerade gemacht habe. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich sehr schnell gelenkt gerade. Gegengelenkt. Ja, das war gut. Oh, die gar nicht umfahren. Gucken, was die Runde wird. Alter, echt eine lange Runde, ne? Ich glaube 5,4 Kilometer oder so war die. Schon ziemlich lang, die Strecke, ne? So. Wie viel Zeit da sind wir gefahren, weiß ich gar nicht. War gar nicht mal so viel Benzin an Bord. Wir waren, glaube ich, noch vorne bei 24 Runden oder so. Oder? War auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt nur 16 oder 17 Runden. So. Am ja, vierten bleiben, ja, kann man machen. Da bei der Kurve bitte nicht zu früh bremsen, Fabian. Das war in Ordnung. Das war in Ordnung. Fühlt sich echt geil mit Lenkrad. So macht das Spiel deutlich mehr Spaß. Fahrphysik ist ja auch ohne Bestzeit, oder wie? Dann irgendwann 6 Sekunden besser. Also Fahrphysik, die ist auch wirklich in Ordnung. Fühlt sich an Forza ran zumindest. Das natürlich nicht, aber trotzdem fährt sich eigentlich richtig gut. Mein Project Cars war ja auch kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Vielleicht nur nicht, nicht das geschafft, was es vielleicht erreichen wollte. So. Ich den dritten schalten müssen. Ja, aber auf jeden Fall den dritten. Zweiter würde nicht gehen. Fährt sich echt geil. Aber da hat man was Schnelleres her, ne? Ich will auch ein bisschen mehr Fails sehen. Ja, echt geil. Den werde ich aber auch mal die Strecke wechseln, zu was anderem. Das ist doch was Bekannteres. Ich denke mal, die Strecke hier in Brno werden nicht viele kennen. Die den nachgucken vielleicht, aber die meisten denke ich mal eher nicht so. Ist auch nicht so die übertrieben bekannte Strecke. Ich kenne ja auch erst seit Dena. Wo er gefahren ist, seinem KTM. Ist da erkenne ich das. Oder die Strecke. Aber ist ziemlich geil, finde ich. Das denke ich mal so mit Tourenwagen richtig geil. So. Komm. So, 2 Minuten 8, 9, 10 und so weiter. Ein bisschen früher, aber Kurve ist echt schwer einzusehen, weil es halt, oh Gott, ist umgefahren, weil es halt berghoch geht. Man sieht halt nicht, wo die Kurve genau ist. Ja, es ging halbwegs. Runde haben wir jetzt eine. Alter, oh, das ist echt krass, 19 Sekunden besser. Ja gut, in dem Dreher auch natürlich, ne? Aber naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in ein anderes Auto und vor allen Dingen auch auf eine andere Strecke. So, ich bin zurück hier im Audi R8, und zwar der alte noch, also die erste Generation, als V10 Plus und einer ziemlich hässlichen Farbe, die ziemlich kacke ist. Aha, geiler Wortwitz. Wir sind jetzt hier in Dubai, die Strecke kenne ich auch selber noch gar nicht. Das ist aber, glaube ich, nicht die Dubai-Strecke aus Forza Motorsport 7. Das ist, glaube ich, fiktiv sowieso. Ob die fiktiv ist, weiß ich nicht. Ich kenne die nicht. Ich kenne nur die Strecke in Abu Dhabi, in den Emiraten. Die kenne ich, aber jetzt in Dubai nicht, aber sah ziemlich geil aus. Aber wir legen mal direkt los. Ja, die Cockpit-Ansicht, erster Gang rein. Wieder Allrad, aber schon mal ein bisschen mehr Leistung, ne?
besser Sound vor allen Dingen, ne? Ich meine, es ist ein R8, der V10. Das ist ja schon mal schneller, ne? Eindeutig. Ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Gott. Das war nicht schlimm. Das Stück sieht aber übelst modern aus. Die ganze Umgebung, ne? Wenn man alle Geld in Dubai, ne? Also, nicht alle, aber. Das ist nicht unbedingt eine arme Stadt, würde ich mal jetzt mal behaupten. Sieht einfach schon deutlich anders, deutlich schwerer. Trotz Allrad. Weil Allrad ist ja sowieso hecklastig ausgelegt bei dem Audi. Wäre beim Gallardo genauso. Ist auch hecklastig. Ich glaube 70 oder 80% sogar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemacht haben. Im Normalfall zumindest. Weil natürlich geht mal mehr Kraft nach vorne, mal weniger. Ist bei dem, glaube ich, so sehr. Beim 9 ist das so, bei dem weiß ich gar nicht. Ich glaube aber schon. Verteilt sich halt immer die Kraft, wie es halt gerade benötigt wird. Aber an sich eher hecklastig ausgelegt. Wenn man auch so ein bisschen das Heck auch rumkommen kann lassen. Kann. So ein bisschen driften vielleicht auch, wenn man es kann. Sollte ich lieber nicht versuchen. Ich kann auch in Forza sowieso nicht driften, also werde ich es hier auch das Heck nicht gönnen. Controller geht aus, Mann. Wieder anmachen. Das ist glaube ich auch kein Spiel, weil das dafür bekannt ist, dass man da geil driften kann. Also nicht, dass ich wüsste. Der Sound ist wieder da bei mir. Controller ist ausgegangen. Wow. Alter. Die Aussicht, ne? Aber wo ist denn das Burj Khalifa? Das sehe ich noch gar nicht. Ist hier viele Hochhäuser, ja, das ist klar, aber. Noch ein Gebäude fehlt irgendwie. So. So. Ich bin DJ, yo, yo, yo. Also, die Strecke ist richtig geil. Ich bin mit Supersportwagen, du bei Autodromo. Ja, ist eine geile Strecke. Dann geht es auch gleich direkt in die zweite. Oh Gott, Runde. Der Sound, ne? Einfach geil. War gerade schon kalt in Dubai, ne? Mit 22,5 Grad. Ist doch voll wenig. Er war schon mal besser gebremst. So. So. Würde ich mir lecker, das fährt sich richtig geil im Project Cars. Mega viel Spaß. Muss ich da halt ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen üben. Das ist klar, das ist aber in jedem Spiel so. Dann ist eigentlich in den meisten Fällen in einem Spiel nie am Anfang direkt so mega krass gut. Und da alles kann. Zack. Gott, ich denke, das wird auch eine zweite Folge davon geben. Ja, wahrscheinlich irgendwann nächste Woche kommen wird, schätze ich mal. Die müsste jetzt ja gerade am Freitag rauskommen. Ich nehme am Donnerstag auf. Ja, ich glaube 10. oder 11. August, ich weiß es gar nicht genau. Wunderschön, 10:30 Uhr morgens. Wird die nächste Folge wahrscheinlich irgendwie am Dienstag kommen oder halt nächsten Freitag wieder. Oh Gott, er verbremst. Ja, man sollte lieber beim Fahren aufpassen. Und nicht labern. Tja, das war gekonnt, ne? Wird er genau so bremsen, dass ich da nicht gegenfahre. Das war doch meine Intention, Leute, ne? Müsst ihr mir glauben. Ich lüge gerade auch nicht. So, weiter geht's. Eine recht schöne Strecke, muss ich sagen. Die gefällt mir richtig gut. Zack. Ja. Naja, bist gerade bremst. Ich finde aber diesen Rückspiegel bei Audi. Die sieht richtig hässlich aus, dieser Runde. Das macht den Wagen irgendwie so ein bisschen. Weiß nicht. Sieht kacke aus. Der Rückspiegel, der sieht nicht böse genug aus. Ja, das ist wichtig, wie der aussieht. Der Rückspiegel bei einem Auto muss böse aussehen. Das ist der Wagen auch nicht böse. So. Komm rum. Boah. Komm rum, Audi. Mein Gott. Ich würde sagen, eine Runde geht noch. Oder vielleicht sogar zwei. Hier gucken wir mal. Vielleicht hat es eine etwas längere Folge. Muss ich mal schauen.
Denn nach dem Audi ist heute auch noch nicht Schluss, weil wir noch was anderes waren, nämlich GT3. Und zwar Nürburgring. Ich will nicht GP fahren, sondern Nordschleife. Boah, aber letzte Rille. Letzte Rille war das mit dem Bremsen. Endlich auch ein bisschen zu spät. Hätte ein bisschen früher bremsen sollen. Ein kleines bisschen. Naja. Wow. Ja, der Audi ist schon manchmal ein kleines Biest. Man hat ja auch 550 PS, glaube ich, ne? Ja. Der 8 GT hat 560. So. Der scheiß Kurve wieder. Ja, noch ein Mini-Drift hingelegt. Und sogar die Zeit ein bisschen verbessert. Nicht mal ein Hundert, ein Zehntel meine ich. Ist mal nicht ganz so krass verbremst. Ist auch blöd bei der Kurve, ne? Ist halt wirklich exakt bremsen, weil die halt so eng ist. Auch bei der langen Geraden, ne? Mit über 250 km/h. Ist halt alles Übungssache. Oh, wo ist das Busch Khalifa? Ich sehe das echt nicht. Muss doch irgendwo sein. Das Geräusch vom Körper, Alter. Das ist richtig komisch. Na komm. Ich guck mal, die kriege ich in keiner Runde. So. Eine Runde geht noch, komm, eine geht noch. Eine geht noch. Zack. Genau, das Benzin ist auch bald alle. Nicht so gut. Nur 2,22, 2,85. Wir fahren, bis das Benzin alle ist. Können wir also auch machen. Jetzt könnte sogar diese Runde vielleicht leer gehen. Nee, oder? Obwohl, Geld schnell runter, ne? Ich muss mal ein bisschen mehr provozieren den Wagen. Ein bisschen mehr mein Glück herausfordern. Okay. Okay, der Wagen will nicht so, wie ich will. Vielleicht ein bisschen den Arsch kommen lassen. Jo. Auf jeden Fall hat das geklappt. Nochmal versuchen. Ich will einen kleinen Drift hinlegen. Einen kleinen. Die Kurve wieder. Ich gehe mal verbremse. Und diese Runde hoffentlich. Dieses Mal nicht. Ah, da trifft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich war beim Gegenlenken zu langsam. Naja. War jetzt kein wirklicher Drift. Jetzt hören wir auf. Bisschen reizt sogar noch ein bisschen. Ja, aber nach der vierten Runde da ist Schluss. Ah, dann driften wir da nicht so. Bin mir zumindest nicht am Steuer.
Ist ja echt viel gegenlenken, ne? Ich bin auch den Lenkwinkel bei 900 Grad gelassen. Ich habe den jetzt nicht umgestellt. Noch weniger. Es wird extrem viel Anker drehen. Das ist halt auch sehr anstrengend. Naja. Jetzt mal auf dem Gas. Ich werde jetzt mal schön da vorne die nächste Bande rein, wenn da irgendeine ist. Wird bestimmt irgendeine sein. Gucken, wie der Schaden ist. Ob es überhaupt welchen gibt. Geräusch, ne? Okay. Wie Sie sehen, der Wagen hat offensichtlich Schaden genommen. Ich denke aber bei der Geschwindigkeit würde der komplett auseinanderfliegen, das Ding. Bei 260 km/h. Nein, aber dann gibt es sowas. Zumindest, ich sag mal, mehr als in Forza. Wir sind endlich da auf der Nordschleife. Und zwar im BMW Z4 GT3. Der ist auch fast der gleiche wie in Forza Motorsport 6. Jetzt auch Horizon 3. Hat schon der Sound, ne, im Stand. Halt schon nicht schlecht. Muss ich aber ganz ehrlich sagen. Das wird aber echt lustig, glaube ich, mit dem Ding, weil der ist hammerschnell. Ich glaube, da ist ein R8 sogar nichts gegen. Fahrradschreiber würden die Dinger den R8 bei Weitem zersägen. Ich habe mal gesehen, eine Runde, zwar war das vom von Uwe Alzen, der ist auf einer Nordschleife gefahren, eine Runde 6,38. Mit einem Z4 GT3, oder was sogar ein GT, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war noch ein GT3. 6 Minuten 38. 9,18, scheiß drauf. Kam Performante, scheiß drauf. Dieser NIO EP9, scheiß drauf. Ein Z4. Aber geil, ne? So, wir legen mal los. Hier wieder Cockpit, erster Gang. Und die Innensicht ist schon mal geil. Machen wir jetzt einfach mit der Runde, würde ich sagen. Der Motor ist laut. Heilige Scheiße. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Bin ich, tut's mir leid. Hier wird auch keine Rundenzeit gezählt, weil es jetzt die quasi keine fliegende Runde ist. Keine vergleichbare Zeit wäre, aber kann ich ja vielleicht mal das am Ende einblenden. Ich würde es halt ungefähr gefahren wäre. Alter, ist das geil. Ist das geil. Hui. Alter. Ich war sau schwer zu fahren. So als Anfänger. Ich weiß gar nicht, wie die Pfeifen gerade sind, ob ich überhaupt welche anhab. Ist doch gerade eigentlich scheißegal. Ich kann nachher mal gucken. Ach, die Probe kenne ich hier. Ist das Flugplatz oder so? Ich weiß gar nicht. Wie sich länger fahren mit über 200 durch die Probe, glaube ich. Hier nicht. Oh, hier nicht ganz. Okay, der ist Unfall. Ach, Spiegel brauchen wir nicht. Sau geil, ey. Oh, das war aber echt im letzten Moment gebremst. Auch sau anstrengend, muss ich mega konzentrieren. Auch sau geil. So. Komm. So, sehr langsame Kurve. Wieder schön drauf treten. Die Karre ist laut, ey. Lecco mio. So. Gucken, den hasse ich jetzt hier. Da fällt ich richtig oft. Das sieht aber anders aus als im Forza, finde ich. Als jetzt im Forza 6. Die sind auf keinen Fall gleich. In beiden Spielen. Von der Streckenführung sicherlich, aber jetzt vom Layout oder so, wie die jetzt mal aussieht, die Strecke wirklich. Noch wie die sich fährt.
Das ist halt auch anders. Dann sind andere Spieler, das ist klar. Trotzdem. Man kann aber gerne bremsen, ne? Das ist richtig geil. So. Vielleicht wieder ein Vollgasabschnitt. Der nächste Kurve. Hoffe ich zumindest. Dass ich das Vollgas fahren kann hier. Ich das traue. Ich glaube, das Fahrzeug kann man das Vollgas fahren. Ich mach mal lieber nicht Vollgas. Ich fahr mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Ich will gerade mich nicht zerhauen. Wenn er zurückspulen kann, weiß ich auch nicht. Ich tippe mal nicht. Wenn, würde ich es auch nicht benutzen. So, das Karussell sieht man schon auf der Karte. Das erste zumindest. Das richtige Karussell. Ich glaube auch ein zweites quasi. Nein, Gas ist nicht so schön. Danke. So. Das war wirklich richtig viel Spaß. Also sich so vor auch Forza 7 fährt, so in der Richtung, würde ich geil finden. Mit Lenkrad. Mit Controller bitte so wie Forza 6. Das war ziemlich geil. Scheiße, ey, da unten mit den Betonplatten, ne? Das hab ich Beton, oder? Du merkst so richtig krass Ion nehmen, dass es wenig Grip, wenn der Wagen drauf hat. Also für die Forza 7 so in die Richtung fährt. Das ist ja hammergeil. Dann wahrscheinlich jeden Tag hier an dem Lenkrad sitzen, würde ich. Wenn ich natürlich Zeit und Lust habe dafür. So. Das ist mein schlimmster Abstand auf der Strecke. Die verkacke ich ja am meisten. Die Kurven sind teilweise hier wirklich richtig fies. Noch viele Höhenunterschiede, immer hoch und runter. Das finde ich auch nicht so geil für den Wagen. Jo, moin, hallo Wand. War schön mit dir. Was er so für Topspeed hat. Ich schätze mal so, boah, 260, 270. Oh Gott, ey. Ich dachte kurz, ich mache einen Abgang. Aber ich wurde zum Glück verschont. Sektor 3 beginnt jetzt. Also quasi zwei Drittel der Strecke geschafft. Schätze ich jetzt mal. Wo kann das sein? Könnte schon sein, ne? Weil die Gerade ist halt schon ziemlich lang. Das sind schon so ein paar Kilometer. Wo du richtig schön Vollgas fahren kannst. Hallo Wand, ich muss dich wiedersehen. Nicht so lange vermisst. Das zweite Karussell war das hier. Ja, mehr oder weniger. Sind doch mal diese Dinger da am Boden. Vielleicht muss man Betonplatten, oder? Ich weiß es nicht. So, letzte Kurve vor der langen Geraden. Ich werfe bald auf die Döttinger Höhe zu. So. 200. Kurzer 5. und 6. Gang. Guck mal, und so ein Ding fährt ja auf der Strecke 6,38, obwohl es Topspeed quasi nicht so viel hat. Das andere Auto ist jetzt wie ein Porsche locker 30 oder 40 km schneller. Vergraden. Ja, aber Kurvenlage ist halt bei so einem Auto ist Bombe. Es geht aber Vollgas, jetzt weiß ich. So.
Ich bin gespannt, wie lange ich gebraucht habe. Werde ich vielleicht gleich einblenden in die Zeit. So. Ah, drück mal wieder um, fahr zum Startpunkt. Das war's dann noch mit der ersten Folge von Project Cars. In der zweiten Folge, das sag ich jetzt schon mal, werden wir auch, werde ich auch gerne mal gegen KI fahren. Gucken, wie diese drauf ist. Aber jetzt nicht unbedingt mit GT3, vielleicht nochmal wieder was Langsameres. Müssen wir wieder rantasten. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Ist echt geil mit Lenkrad zumindest. Controller nicht so, aber jetzt so mit Lenkrad. Ist schon nicht schlecht. Jetzt nicht irgendwie jeden Tag suchen oder so, aber mal sucht das echt geil. So, wieder ordentlich hinstellen hier. Wir standen ja so ungefähr, ne? Ja. Machen wir das Sound für euch, ne? Können wir machen, würde ich sagen. Dann Leute, danke fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, ciao.